Bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Soziologen und Politikberater Kenan Güngör. Er beschäftigt sich unter anderem mit migrationsbedingtem gesellschaftlichem Wandel, berät die Bundesregierung in Integrationsfragen und leitet für die Stadt Wien ein Forum für Deradikalisierung und Prävention. Schönen guten Tag, Herr Güngör. Schönen guten Tag. Afghanen scheinen überproportional häufig in der österreichischen Kriminalstatistik auf. Warum ist das so? Also wir haben die Situation, dass in der Tat, wir einmal sagen können, ein Bruchteil der Afghanen wird kriminalitätsanfällig, aber die ist insgesamt um ein Vierfaches höher als in der durchschnittlichen Bevölkerung. Und dann ist die Frage zu sagen, woher kommt das? Und da spielen verschiedene Risikofaktoren eine Rolle. Weil es ist ja, dass man Afghane ist, erklärt ja nicht genau, wie sie Österreicher sind, sondern man muss immer sagen, in was steht das zusammen? Das eine ist natürlich, dass ein Großteil dieser Jungen, die jetzt seit 2015 hingekommen sind, in jungen Jahren aus einer kriegsgebeutelten Region kommen, wo Gewalt eigentlich eher zur normalen Sozialisation gehört. Die Verrohung spielt eine sehr, sehr starke Rolle, wenn sie sozusagen nicht in geschützten Räumen aufwachsen. Diese jungen Männer und Jugendlichen haben schon sehr viel an Risikofaktoren erlebt, Belastungen erlebt, die wir in einem ganzen Leben nicht auf unseren Schultern haben. Das ist aber die eine Seite. Dann kommen sie in eine Aufnahmegesellschaft hin, wo sie eigentlich völlig erstmal haltlos sind, einfach die Sprache, Kultur nicht kennen und versuchen müssen, sich hier irgendwie zu etablieren. Das ist natürlich eine enorme Aufgabe und Stressleistung, sowohl für die Geflüchteten, aber auch für die Gesellschaft, die sozusagen die Menschen einbinden muss. Das gelingt bei einem großen Teil mit Mühe und Not, mit einem sehr, sehr schwierigen Prozess, also eine Sprache zu erlernen, versuchen sozusagen in den Bildungsturbo irgendwo mit einzusteigen und so weiter. Das gelingt bei einem Teil. Ein anderer Teil, dem gelingt es nicht. Das sind die, die dann sozusagen vereinsamen, keine Tagesstrukturen haben, die eigentlich kaum Perspektiven haben, also die Sprache nicht hinreichend beherrscht haben, die Schule nicht haben, keine wirkliche Ausbildung haben, dann sind das junge Männer ohne Tagesstruktur und ohne Sinnhaftigkeit und ohne Perspektive. Und ein Teil davon, sozusagen, da passieren drei Sachen. Ein Teil verharrt dann in so inneren Depressionen, Mutlosigkeit, und ein Teil läuft Gefahr dann, abzudriften. Einerseits manchmal ins religiöse Milieu, oder aber auch ins kriminelle Milieu. Und dieser Vorfall zeigt wirklich uns eher, soweit man das sehen kann, das sind die jugendlichen Afghanen, die es nicht geschafft haben und die in ein kriminelles Milieu gerutscht sind, wo Drogen, Gewalt eine ganz große Rolle spielt. Jetzt sagt die türkise Integrationsministerin Caroline Edtstadler, wer bei uns Schutz sucht, aber unsere Werte mit Füßen tritt und das auch noch mit Taten zum Ausdruck bringt, der hat bei uns nichts verloren. Sehen Sie das auch so? Also wenn wir uns das wirklich nur einschränken auf die wirklich ganz offensichtlich kriminellen Gruppen, Personengruppen da drinnen, und nicht, wenn wir dann nicht über die Afghanen sprechen, dann kann ich das ein Stück weit nachvollziehen. Aber wir müssen jetzt aufpassen, dass wir sozusagen wirklich nicht alle unter Generalverdacht sprechen. Sie haben das im Beitrag gezeigt. Ich habe seit 4, 5 Tagen Anrufe von verschiedenen jungen Männern aus Afghanistan, die sagen, das sind doch nicht wir. Und sie sich dafür schämen. Und wir müssen wissen, dass wir, wenn wir da präzise sind, müssen wir sagen, bei dieser wirklich hochkriminellen Gruppe muss man was tun. Und vor allem ist das Problem, da haben wir auch sogar zwei Gruppen, da muss man auch wieder noch mal genauer schauen. Es gibt die Jugendlichen, die eher da reinfallen, weil sie sozusagen keinen Weg finden. Aber dann gibt es andere, die wirklich auch eine kriminelle Energie haben. Und bei dem Vorfall, also dass ein Mädchen in einem Haus so jung missbraucht wird, sozusagen, wo und dann nur umgebracht wird später, das zeugt von einer anderen, sozusagen auch einer anderen nicht vorhandenen Hemmschwelle und Menschen sozusagen instrumentell für sexuelle Bedürfnisse zu nutzen. Da muss schon mehr passieren, und das können wir nicht über diese Belastungsfaktoren, die ich eben aufgeführt habe, erklären. Jetzt ist einer der Verdächtigen in Österreich, seit er 12, 13 Jahre alt ist. Wie ist das denn zu erklären, dass jemand, der so prägende Jahre hier erlebt hat, trotzdem gewaltbereit bleibt? Und wie kann man dem entgegenwirken? Wir müssen wissen, dass wir in Österreich, wir alle leben zwar in Österreich, aber wir leben alle in ganz unterschiedlichen Lebenswelten und Teilmilieus. Und je nachdem, wo sie hineinfallen, ob sie in einem kriminellen Milieu sind oder in einem neonazistischen Milieu sind oder in einem islamistischen Milieu oder in einem bürgerlich aufgefangenen Milieu, das ändert sehr viel. Und da muss man wirklich eher sozusagen in diese Milieugruppen hineinschauen. Und manchmal ist es auch so, dass, also wir wissen aus der Geschichte, das muss man auch dazu sagen, dass junge Männer ohne Perspektive, wenn sie ohne familiären Anschluss irgendwo leben, dass sie immer, gerade, also wenn wir wissen bei Gewalt, so, es fängt mit 14 an, geht bis 22, 23. Da sehr oft sind es sozusagen Jugendsünden, die dann vorbeigehen.
Aber dann gibt es eben Sachen, die keine Sünde mehr, keine Jugendsünde sind, sondern die wirklich zu so einem Verbrechen führen können. Und da müssen wir noch ein bisschen stärker schauen. Also die, die gelegentlich mal ein bisschen ins abweichende Verhalten reinfallen und dann aber sozusagen den Weg ins Normale finden, ist das eine. Aber die, die in diese kriminellen Milieus reinfallen, und da kommt es auch zu Verstärkereffekten. Das heißt, wenn sie gar kein Geld haben und auf einmal Leute ihnen sagen, hey, du kannst an einem Abend auf einmal 500 Euro verdienen, für jemanden, der nicht mal sozusagen das in einem Monat zusammenbekommt, dann ist das in dem Alter eine hohe Attraktivität. Aber wie kann man aus Sicht der Gewaltprävention den Unterschied erkennen zwischen jemand, der sich die ein oder andere Jugendsünde leistet, und jemandem, der dann wirklich zum Verbrecher wird? Also es ist ein Dilemma. Wir brauchen ein engmaschigeres Netz, das muss man ganz klar sagen, an der Betreuung von eher sozusagen diesen schwierigen Jugendgruppen oder Jugendlichen. Und dieses engmaschige Netz fehlt. Ich meine, es sind diese Jugendlichen waren jetzt zum Teil auch in Betreuungsstrukturen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Jugendlichen alle, die zum Beispiel als Flüchtlinge, als junge Flüchtlinge gekommen sind und einen familiären Anschluss gefunden haben, also zum Beispiel in einer österreichischen Familie und so weiter, die haben vergleichsweise wirklich sind sehr gut aufgefangen worden, weil sie auch Vertrauensbeziehungen hatten, weil sie dann auch Unterstützung hatten und auch die Geborgenheit, die man braucht. Diese anderen Gruppen Jugendlichen haben das nicht. Und dann fallen sie in diese Gruppen. Und da müsste spätestens der Fall sein, dass unsere sozialarbeiterischen, aber auch polizeilichen Beobachtungsstrukturen stärker und genauer hinschauen, damit wir einerseits diese Jungen sozusagen davon abdriften lassen, dass sie nicht in diese kriminellen Milieus passieren, weil da gibt es auch eine, das ist so wie wenn sie dann auch in einen anderen Raum eintreten, dort gelten auch zum Teil andere subkulturelle Normen, die sich dann noch verstärken und verfestigen. Die Prävention ist das eine, aber diese subkulturellen Normen, die werden wohl auch im Gefängnis, wenn es sozusagen schon zu spät ist, bestehen. Mhm. Wenn wir jetzt den Fall Leonie hernehmen und annehmen, dass sich der Verdacht gegen die bisher Verdächtigen erhärte, das gilt die Unschuldsvermutung, würden die dann ins Gefängnis gehen, dort ihre Strafe absetzen und irgendeine Art der begleitenden Betreuung erhalten, damit sie wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden können eines Tages, oder bleiben die sich selbst überlassen? Also es gibt Gott sei Dank im Strafrecht und auch im Vollzug in den letzten Jahrzehnten doch große Reformen, die wir hatten. Ob sie hinreichen, weiß ich nicht. Das muss im Einzelfall stehen. Wir hatten das Problem damals mit der Radikalisierung, wo wir in der Tat gesehen haben, dass sogar die Gefängnisse als Radikalisierungstreiber funktionieren können, wenn man dann nicht ganz gezielt mit diesen Jugendlichen und jungen Männern arbeitet. Das würde auch für diese Gruppen zählen, wie die Resozialisierung greift. Aber es ist auch die Frage jetzt überhaupt, weil wir jetzt von Abschiebungen sprechen, also ich bin kein Jurist, aber die Frage ist ja eher, werden sie hier ihre Haftstraße abbüßen müssen, die dann bis 15 bis 20 Jahre dauern könnten, oder werden sie abgeschoben? Und da muss man auch schon sagen, was ist das für ein Werteverständnis, ein Rechtsverständnis, wenn wir sagen, er ist hier straffällig geworden, er büßt seine Strafe nicht ab und vor allem wir bringen ihn zu einer Gesellschaft, wo er eine Gefahr wiederum für andere Menschen ist. Also auch das muss man mit überlegen in der ganzen Debatte. Aber vielleicht noch einen Punkt, den wir weniger sehen. Wir müssen auch erkennen, dass ich glaube, es ist nicht nur die Grausamkeit des Verbrechens, das uns alle entsetzt. Wir haben also der Grund, warum wir zum Beispiel, wenn es eher Flüchtlinge eine Straftat begehen, sei es Diebstahl oder was anderes, es führt in der Gesellschaft dazu, dass wir eine höhere Empörung und ein höheres Entsetzen haben. Und die Frage ist, woher rührt das? Und ich glaube, es wäre wichtig zu erkennen, dass Menschen offensichtlich noch empfindlicher reagieren, wenn sie sagen, wenn ein Verbrechen oder ein Vergehen von Gruppen passiert, wo man sagt, wir haben doch euch unterstützt. Wir haben euch hier aufgenommen und wenn Sie das machen, wird es unglaublich, vielfach dramatischer bewertet und auch die Empörung ist auch viel größer, wenn das Gleiche von einem Österreicher dann passiert. Das ist so ein sozialpsychologischer Moment, der ist ein Stück weit nachvollziehbar, aber das Ergebnis, wenn wir dem ungefiltert nachgehen, führt es in der Tat dazu, dass wir dann alle Flüchtlingsgruppe in einen Bottich reinwerfen und das darf nicht passieren. Kenan Güngör, ich sage vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Studio. Gerne. Alles Gute.